Ja, ich bin Wolfgang Trebenski. Ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben, nachdem ich Rentner geworden bin. Ich freue mich immer, wenn ich am Montag zu Herrn Metzger gehe, weil wir uns immer sehr nett unterhalten. Und besonders schön ist, wenn wir bei Sonnenschein hier an der Havel sitzen und den Enten zugucken können. Ich heiße Bärbel Bette und ich leite zwei Selbsthilfegruppen in Berlin-Reinickendorf für pflegende Angehörige. Und diese Austausche finden zweimal oder einmal im Monat statt. Und das ist sehr wichtig für die Angehörigen, die dort pflegen, weil sie dort jemanden finden, der sie versteht, mit dem sie sich austauschen können, die immer Verständnis füreinander haben, die sich gegenseitig so nehmen, wie sie sind. Man muss sich nicht verstellen. Und die Leute sagen mir nach den Treffen, dass sie daraus sehr viel Kraft ziehen. Mein Name ist Helmut Wanner, Kontaktstelle Pflegeengagement. Wir organisieren Informationsveranstaltungen, denn Informationen sind der erste Schritt, um eine Pflegesituation zu bewältigen. Mein Name ist Juliane Duda. Ich leite hier den Nachbarschaftstreff Julchen, ist für Senioren und alleinstehende Personen. Pflege-Selbsthilfe bedeutet für mich ein Geben und Nehmen. Pflege-Selbsthilfe ist für viele pflegende Angehörige ein Anker. Pflege-Selbsthilfe bedeutet Kraft, Zuversicht, Freude im Leben. Ist für mich eine Freude, das zu machen, dass ich anderen etwas zurückgeben kann, was mir die Gesellschaft früher während meines Lebens gegeben hat.